Ist doch schön. Ja. Ich glaube sogar, wir können hier sogar einen Platz für eine Tür freilassen. So, wie man sieht, wir haben es jetzt so ein bisschen stylischer hier gemacht. Die Säule in der Mitte kann ruhig bleiben. Dann haben wir da auch so einen schönen Esszimmertisch. Und hier können wir natürlich auch nochmal vorsorgen, faul sorgen. Kann natürlich dann auch eine Tür rein. Hier kommt keine Tür rein, weil wegen der Schräge. Dann machen wir hier einfach mal auf den. So. Natürlich brauchen wir da noch Stühle und sowas. Ich glaube, ich werde den Tisch auch verbessern. Es wird nicht so bleiben. Aber das Wohnzimmer kommt jetzt auch dran. Genau. Habe ich noch Holz? Super. Ich würde mal sagen, machen Sie jetzt ein schickes Sofa. Und zwar in der Küche. Warte mal, die Küche ist ja auch ganz wichtig. Ach, Moment, die mache ich aus einem anderen Teil. Die mache ich aus Stein. Ich Diorit für. Diorit. So, ein zweiter Ofen fehlt mir jetzt noch. Dafür brauche ich Stein. Ich brauche nämlich immer zwei Öfen. Man weiß ja nie. Wir leben ja professorisch und da brauchen wir einen zweiten Ofen. Und dann können wir hier auch nochmal hier so eine Dreierschrank rausmachen. Auch noch mal eine Ablage draus machen. Hier noch mal einen Schrank. Am besten die Fenster nicht verdecken. Und wie macht man Falltüren? Ich weiß, glaube ich, wie. Nein, ach shit. Warte mal. Shit. Wie macht man noch mal Falltüren? Das ist eine Werkbank. Ich weiß es nicht. Da muss ich tatsächlich mal gucken. Das mache ich aber nicht jetzt. Wir haben drei Wolle. Ja, stimmt, wir haben drei Wolle. Cool. So, und den Ofen können wir auf jeden Fall schon mal unser Fleisch braten. Und die Treppe nach oben ging ja hier, genau. Können wir uns hier unser schönes Bett oder wo wollen wir das Bett haben? Hier so ein bisschen frei. Ah, das erste Mal schlafen. So, gehe ich euch gleich mal ins Ohr. Ja. Die können wir natürlich auch noch mal dicht machen. Ein bisschen stylischer dicht machen. Dann haben wir da unsere Kellertreppe. Hier ein schöner Eingangsbereich. Hier Küche. Und dann können wir hier unser Wohnzimmer craften. Wir craften uns das Wohnzimmer einfach mal so eben. Und dazu mache ich einfach mal. Dazu verbrauche ich jetzt einfach mal so ein bisschen mehr. Brauche nämlich eine richtige Couch. So, eine Couch und dann würde ich sagen, hier einmal, hier einmal. Ich
Ich könnte den Tisch natürlich noch stylischer machen, das werde ich auch noch machen. So. Ah ne, das esse ich lieber doch noch nicht. Warte mal, das tue ich da rein. So, zwei Türen haben wir. Haben wir. Klack. Klack. So lässt es sich eigentlich sehr gut leben, oder? So, jetzt haben wir hier noch diese vier. So. Vielleicht für ein. Warte mal. Kleiner Glastisch. Ist zwar nicht mittig, aber. Warte mal. Lassen wir einfach so. Können wir. Ich weiß nicht, ob das nach einem Tisch sieht ein bisschen. Keine Ahnung, lassen wir das Glas auch einfach. Jetzt haben wir einen schönen Ausblick. Fernseher gibt es ja noch nicht. Gab es ja zur damaligen Zeit noch nicht. Im Mittelalter. Was machen wir denn jetzt? Was können wir denn jetzt noch machen? Wir können jetzt nochmal hier ein bisschen ausleuchten. So, und ich glaube, das zweite Stockwerk können wir auch nochmal kurz ausleuchten. Zumindest da, wo es dunkel ist. So, dann können wir hier oben auch irgendwann mal einräumen. Hier auch schon Skelett. Warte mal, ich gucke mal im Keller kurz, ob wir da schon wieder Besuch haben. Scheint sich alles fernzuhalten. Das sieht sehr schön aus. Alles fernzuhalten. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Stylisches Haus. Schön. Hier auch mit der Küche. Schön gemacht. Der Innenarchitekt war hier sehr fleißig. So machen wir, dann teilen wir die Kohle einfach mal so ein bisschen auf hier. So ein bisschen. Dann können wir auch hier uns eine Sitzangelegenheit hier reinbasteln, damit das hier auch mal so aussieht, als wenn man auch hier in der Küche sitzen kann. Ne? Hier auch. Auch mal machen hier. Wir haben nämlich genug hier davon. Von dem Zeug. So, wir haben noch 8 Glas. Ah, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob es gut aussehen würde. Es würde stylisch und modern aussehen. Dafür bräuchten wir aber dann auch wieder einen Fernseher, damit es auch die Wohnung wieder ein bisschen. Also, natürlich ist es was mit Glas. Aber es verbraucht auch viel Glas. Aber wenn wir die Couch noch einen kleiner machen, dann würde es sogar richtig gehen. Das mache ich dann mal. So, machen wir nur noch den hier. Dann haben wir eine Zweier-Couch. Und sonst können wir ja von mir aus hier so einen kleinen Liegestuhl oder, keine Ahnung, so einen schönen Liegestuhl machen. Ne? Und jetzt kommt das A und O. Ja, ihr seht, glaube ich, schon, was ich hier vorhab. Man kann da nicht durchlaufen. Okay, dann machen wir hier. So. Oh, shit. So. Es ist modern. Ich weiß nicht, ob das passt. Ich finde es schön. Das könnt ihr auch mal entscheiden. Gefällt es euch? Gefällt euch dieser kleine Gang? Wenn nicht, dann kann ich den wieder abreißen. Dann leben wir doch noch ein bisschen im Mittelalter. Aber sonst können wir es eigentlich auch so lassen, oder? Ist doch schön. So. Alle Herzen voll, alles voll. Ja, Glasvitrinen. Ich könnte euch mal hier so ein bisschen. Na, hier nicht. Hier jetzt nicht, aber. Warte mal. So können wir es lösen. Können wir solche kleinen Glasvitrinen hinbauen? Ich habe keine Ahnung, was das uns bringt. Ich hoffe, es. Ja, es gefällt mir so einigermaßen. So.
Jetzt gehen wir mal richtig in die kleinen Details rein. Okay, das haben wir dann auch. So, jetzt müssen wir auch mal wieder gucken. Samen haben wir hier, Seeds. 10 Glasscheiben haben wir hier noch. Wir könnten einen kleinen Balkon craften. Weißt du was, wir bauen uns einen kleinen Balkon ins Dach. In den Dachstuhl rein. Das schadet ja niemanden. So, die Musik hat, glaube ich, auch aufgehört zu spielen. Jetzt kann ich hier das eigentlich wieder monetarisieren. Ja. Nee, Spaß. So, wo wollen wir denn ein Dach haben? Links, rechts? Ich glaube, rechts hier. Ja, auf jeden Fall hier ein Dach. Ein Balkon, meine ich. Das wird ein stylischer Balkon. Und ich glaube, das mache ich mal so, dass die hier nicht in die Berührung kommen. Ich mache den einfach mal hier so rein. Könnte ich vielleicht auch auf der anderen Seite auch machen, aber ich finde auf dieser Seite sehr schön. Ich finde ihn hier sehr schön angebracht. So. Ja, hier ist halt das Treppenproblem. Aber, ja gut. Müssen wir jetzt einfach mal rüberbauen. Ich guck mal, wie das aussieht. Lol. Das muss ich jetzt nicht hier, ne? Gucken, wie das hier aussieht. Sieht schön aus. Ich find's toll. Ich find's toll. Schöner Balkon, den können wir so lassen. Aber auch wenn das jetzt mit der Treppe so ein bisschen scheiße ist, können wir dann hier noch irgendwas machen? Hier eine Treppenverengung oder sowas machen. Weiß ich nicht. Können wir einfach mal sagen, das hier ist so gesperrt, ne? Dann haben wir da die andere Seite. Das können wir dann auch nochmal irgendwann begradigen. Aber da habe ich jetzt keinen Bock zu. Oder auch keine Lust. Ist mir egal. Irgendwas vom Bein sucht euch was aus. Und die Musik hat auch scheinbar aufgehört. Egal. So. Die Musik fängt wieder an. Schön. Damit haben wir auf jeden Fall unser Haus. Sieht fantastisch aus. Also ich könnte es kaum besser machen. Ich könnte es wirklich kaum besser machen. Schön. Ich glaube, diesen Ort hier suche ich mir ganz kurz aus, um eine Aufnahmepause zu machen. Wir haben viel geschafft. Das ganze Haus haben wir fertig gemacht. Das Dach haben wir gemacht. Das Glas haben wir gemacht. Wir haben Türen reingesetzt. Wir haben die Inneneinrichtung gemacht. Im ersten fehlt noch die Inneneinrichtung, aber es macht nichts. Das kommt noch alles. Aber das, liebe Leute, das ist unser erstes Haus. Und wir können stolz sein, dass wir es bis jetzt schon so weit geschafft haben. Mal gucken, wie wir hier die ganze Landschaft verunstalten mit Häusern. Wird auf jeden Fall cool aussehen hier mit dem See und so. Das Haus am See, ne? Wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Minecraft Nummer 20. Ich glaube, keine Ahnung, wie viele Folgen ich jetzt aufgenommen habe. Ich muss jetzt ganz schnell rendern gehen, sonst, Alter, sonst komme ich nicht mehr mit dem Hochladen hinterher. So viele Folgen kann ich auch wieder nicht aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Minecraft. Ciao mit V.